Ja, der Markt lässt seine Backen ein bisschen hängen. Zumindest sieht es beim S&P ein wenig so aus. Irgendwie dreht sich das Ganze so ganz leicht ein. Aber ich will gar nicht negativ sprechen. Jipp, es geht so ein bisschen runter. Wir sehen das hier. Ich habe mal den Minutenchart aufgerufen. Einfach, dass man sich das mal von der internen Struktur so ein bisschen genauer anguckt. Wir sehen nochmal hier vorne, einfach zum Vergleich. Das ist eine starke Bewegung. Das ist das, was wir hier hatten. Dann eine ABC runter. Anschließend nochmal die Fortsetzung. Hier nach oben, da hinten ist es ein bisschen anders, als ich mir das normalerweise vorstelle, aber darum geht es jetzt in erster Linie erstmal noch gar nicht. Aber was wir hier sehen, ist eine Abwärtsbewegung und eine deutliche sogar. Aber wenn man sich das mal anguckt, ich habe es jetzt nur grob gezeichnet, guckt euch das an. Das ist anders als das, was wir hier in einer dynamischen Bewegung haben. Guckt ihr das an? Da ist Schub dahinter. Guckt euch das an. Also den vorderen Teil hier, das ist Schub dahinter. Das ist nicht Schub. Da haben wir zu viel Gegenbewegung. Da achte ich immer sehr darauf. Das ist eine Abwärtsbewegung. Hat hier angefangen, vorläufig hier geendet, kann noch theoretisch weitergehen, das werden wir sehen. Aber das, was wir hier haben, ist mit vielen Gegenbewegungen. Ihr seht hier immer wieder Gegenbewegung und es gibt viele, viele Überschneidungen. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir hier haben, jep, ist abwärts. Ist ein Trend, ging ja nach unten, aber ist eben kein starker. Das ist etwas, was korrektiv aussieht. So, und wenn nach unten korrektiv aussieht, dann bin ich dann doch der Meinung, wenn es wieder stärker nach oben gibt, dann haben wir doch die besseren Voraussetzungen, als dass es hier wieder ein bisschen noch weitergeht, eben auf dem Weg nach oben. Kaum zu glauben, wohin soll der Kurs noch steigen? Ich finde es ein wenig bedenklich, wer mich inzwischen alles anspricht, über Aktien zu reden, beziehungsweise Mensch, hier, was soll ich tun? Soll ich jetzt nicht kaufen? Da denke ich mir auch, ach, jetzt auf einmal dann doch, nachdem wir jetzt wieder ein neues Jahreshoch haben und der Markt da ja so stark ist. Ich finde es irgendwie langsam ein wenig unheimlich. Und wenn ich manche Kommentare im Internet auch lese, ich weiß nicht, ob sie mir jetzt nur auffallen, obwohl sie früher auch schon da waren, aber mich erinnert es. Das sehr, sehr, sehr stark an Zeiten, die wir zuvor hatten, im Sinne von, es kann doch gar nicht schief gehen und es muss doch nur nach oben gehen und wer was anderes glaubt, der ist sowieso doof und hat keine Ahnung. Ich finde sowas immer sehr auffällig und das ist in der Regel häufig, in der Regel häufig, super Wortwahl, aber es ist so häufig schon echt bestraft worden. Deshalb wäre ich jetzt doof, wenn ich von der Shortseite reden würde oder davon reden würde, der Markt fällt morgen zusammen. Nein, es gibt dafür keine Anzeichen. Ich bin doch selber hier. Das ist doch ein besserer Beweis, als dass der Markt immer noch nicht wirklich Schwäche hat. Ist doch sowas hier eigentlich ein ganz guter Hinweis eigentlich darauf. Das heißt, ich bin weiterhin auf der bullischen Seite. Ich finde das nach wie vor eine gute Richtung. Aber bitte, bitte, seid nicht zu eingefahren, was das angeht. Alles andere kann gar nicht sein. Das muss doch hier. Vorsichtig, das kann ohne weiteres passieren und zwar völlig aus der Hüfte geschossen und nachher will es wieder keiner gewesen sein. Und dann heißt es, siehste, und es ist alles so böse an der Börse und die fressen da kleine Menschen. Nein, um Himmels Willen. Es kann eben passieren, dass der Markt dann irgendwann zusammenbricht und dann sollten wir nicht bei den Leidenden sein. Deshalb, wenn ihr auf der Long-Seite weiter euch platziert, finde ich super, gar kein Thema, aber bitte benutzt auch Stops. Ich weiß, das ist manchmal unbeliebt. Warum ist das unbeliebt? Da muss man noch mal einmal mehr mitdenken. Wo soll ich denn dir das doofe Ding hinsetzen? Am Ende werde ich auch noch mal einmal doof ausgestoppt. Ja, das kann alles passieren, aber es ist allemal besser, als nachher gesehen zu haben. Geil, hier war ich mit dabei, da habe ich dann auch endlich mich drum gekümmert und dann zuzugucken, wie der Kurs dann hier runterkommt und man auf einmal feststellt, ups. Das war jetzt mal gerade 25% meines Geldes verloren. Wenn man Glück hat und noch nicht mal gehebelt unterwegs war, geschweige denn, wenn man irgendwie noch eine Hebelwirkung mit drin hat, dann können solche Bewegungen heftig sein. Ich will das gar nicht ankündigen, dass das jetzt notwendigerweise passiert. Aber je mehr Leute in den Markt reinströmen, wo man nachher sagt, und sich manche Äußerung dazu anhört, desto eher kommt mir der Verdacht, das haben wir schon so häufig gesehen und das Ergebnis ist immer das gleiche gewesen. Und das war nicht, dass der Markt dauerhaft nach oben gegangen ist. Für einige Zeit zumindest mal erstmal nicht. Da haben sich dann viele Leute die Finger verbrannt und das will ich natürlich auch nicht, dass euch das widerfährt. So, aber jetzt kommen wir zum Kürzerfristigen. Noch sieht es eben nicht bärisch aus. Gerade das, was wir jetzt hier so im letzten Arm sehen, macht doch einen guten Eindruck. Also insofern sieht es noch bullisch aus. Und gibt vielleicht die ein oder andere schöne Chance, dann nochmal mit einzusteigen. Wir werden da auch gleich drauf gucken.
Das heißt, wer Spaß dran hat, auf solche Sachen auch mal auf Smartphone Informationen zu bekommen, der sollte sich unbedingt anmelden beim Born for Trading. Da gibt es immer wieder Nachrichten dazu, wo ich sage, hier, das ist jetzt vielleicht interessant, wenn er diese Marke durchstößt, das wäre jetzt ein Zeichen für dieses oder jenes. Oder, oh, vorsichtig, der Markt dreht da gerade, aber dafür ist ein anderer gerade spannend und so weiter. Das sind alles so Nachrichten, die ihr da aufs Smartphone bekommen könnt. Meldet euch an, ihr könnt es ja einfach mal angucken, was es da ist. Also, ansonsten noch ein dringender Hip, den Hip ist vor allen Dingen wichtig, Tipp meine ich, den Trade des Tages anzugucken. Da waren schon so viele Tees, da war vorher keiner mehr da. Das noch mit anzugucken, vielleicht ist da nämlich schon im Bälde wieder der nächste Trade. Wir hatten Tesla jetzt auf dem Plan. Ja, passend ja, denn Tesla ist ein Trade, der noch in der Vorbereitung ist. Also den könnt ihr euch auch heute noch angucken als Trading-Idee. Wir haben es jetzt gehört, Musk hat die Bitcoins für sich entdeckt und mal eben für 1,5 Milliarden eingekauft. Ich weiß, das ist jetzt keine handelsübliche Größe oder haushaltsübliche Größe, aber man kann ja auch mit kleineren Mengen. Naja, ich will es euch nicht in den Mund legen, aber wenn ihr bei Tesla ein Auge drauf haben wollt und eine Trading-Idee, dann ist der Trade des Tages mit Sicherheit attraktiv. Also schaut euch auch das mal an. Wir werden aber natürlich da auch weitere neuere Titel dann immer wieder bringen. Mal im kurzfristigen, mal im übergeordneten. Deshalb auch das unbedingt nicht verpassen. Immerhin begeben dort unsere ganz klaren Ein- und Ausstiegssignale an, sodass man dann auch nicht raten muss, ja, was wäre denn, wenn dieses oder jenes passiert. So, also in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt, der musste noch raus, alles Gute, toi, toi, toi heute für die Märkte. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.